Diese Woche, Leute, mal ganz was ganz, ganz anderes. Und zwar sprechen wir ein bisschen darüber, welche Biomarker für Gamer wichtig sind oder auf welche Biomarker du achten musst, damit du möglichst fit und reaktionsstark bleibst. Bleib einfach dran. Vielleicht noch einmal ganz kurz, ich habe es beim letzten Mal angesprochen, aber auch jetzt noch einmal. Warum machen wir von CeraScreen überhaupt Videos wie das hier für dich? Und zwar sind wir davon überzeugt, dass du und deine Liebsten gesund bleiben und das auch möglichst lange. Dafür haben wir dieses gesamte Konzept CeraScreen quasi ins Leben gerufen. Das besteht zum einen aus Testen, zum anderen aus Wissen, Videos wie diese hier oder auch Blogartikel und zum anderen aus Handeln. Das ist quasi ein ganzheitliches Konzept. Beim Handeln sind es dann sowas wie Superfoods, Nüsse, aber auch verschiedene Konzepte wie Coachings und auch Nahrungsergänzungsmittel. Also ein richtiger Kreislauf quasi einmal komplett über Testen, Wissen und Handeln. Deswegen machen wir diese Videos. Und dieses Mal gibt es auch noch ein ganz spezielles Video. Ihr habt das schon im Eingangs gesehen. Ich habe ein bisschen auf dem alten, sehr großen Gameboy gespielt. Das kennt ihr vielleicht auch noch aus eurer Kindheit. Ich hatte auch diesen großen, grauen Gameboy. So ein bisschen als, ja, als Einstand. Aber worum geht es? Und zwar gibt es irgendwie bestimmte Biomarker oder Parameter, auf die man achten soll, wenn man seine Konzentration schärfen möchte, wenn man gut schlafen möchte, um konzentrationsfähiger zu bleiben und auch die Regeneration so anzuregen und die kognitive Leistung. Und da möchte ich sagen, ganz klar ja. Ich würde sagen, das sind drei Punkte, die wir uns da einmal anschauen. Das ist zum einen der Schlaf. Wie schlafe ich gut? Um dann natürlich dann später auch konzentrierter zu sein, um auch die richtige Reaktionsfähigkeit in den Händen zu haben. Zum anderen ist das Thema Vitamin D, Sonne. Ne, wenn ich irgendwie zocke, dann bin ich häufig drin und leider nicht draußen. Vitamin D könnte da auf jeden Fall ein Punkt sein, der zu niedrig sein könnte. Und ein weiterer Punkt, das ist der Punkt der kognitiven Leistung, wo wir auch vielleicht auf jeden Fall auf Vitamin B12 eingehen sollten. Also, diese drei Punkte einmal. Zum ersten Punkt, dem Schlaf. Was schauen wir uns da jetzt einmal genau an? Was könnten Parameter sein, die wichtig sind? Und da ist auf jeden Fall Eisen zu nennen. Ne, Eisen überträgt bei uns in den roten Blutkörperchen den Sauerstoff, ist also auch effektiv daran beteiligt, dass wir uns fit, agil fühlen, nicht so müde, nicht so dicke Augenringe haben, wie ich sie leider gerade noch ein bisschen habe von der letzten Nacht. Da können wir auf jeden Fall einmal auf Eisen schauen, je nachdem, wie du dich ernährst. Bei den meisten Menschen, die sich von rotem Fleisch auch ernähren, ist Eisen nicht so ein Problem, auch eher bei Frauen als bei Männern. Aber tatsächlich gibt es Leute und auch Männer, die auch rotes Fleisch essen und trotzdem Eisenmangel haben. Dazu habe ich nämlich auch gehört, hat dann viel zu tun oder viel zu kämpfen mit Müdigkeit. Da hilft auf jeden Fall unser Eisenmangeltest einmal, den durchzuführen. Ist ganz easy, Stich in den kleinen Finger, ähnlich wie wir beim Blutzucker abnehmen. Dann wird die Probe abgenommen, schickst du zu uns ins Labor und nach wenigen Tagen erhältst du einen Ergebnisbericht mit Empfehlungen, wie du dem dann quasi entgegenwirken kannst. Und jetzt der zweite Punkt, und zwar ist das Vitamin D. Als Gamer ist man natürlich bedingt, der Laptop oder der PC ist nicht draußen auf der grünen Wiese, sondern er ist drinnen, wo wir nicht viel Sonne abbekommen. Vitamin D wird vor allem über die Haut gebildet, also wenn quasi Sonne raufscheint, über die UVB-Strahlen bilden wir Vitamin D. Auch ganz genauso da, vor allem jetzt in den kalten Monaten. Es hängt zusammen mit ein bisschen schlechten Laune, depressive Verstimmung etc. Da gibt es relativ viel zu dem Thema und deswegen genauso auch hier ein ganz einfacher Selbsttest. Kurz in die Finger stechen, Probe entnehmen, zu uns ins Labor schicken und du erhältst den Ergebnisbericht schon nach wenigen Tagen. Und jetzt zum dritten Punkt, dem Vitamin B12. Das kennt ihr wahrscheinlich von Veganern, denn Vitamin B12 kommt nur in tierischen Produkten vor. Deswegen ist es meistens auch in der Thematik bei einer veganen Ernährung relativ groß. Aber was hat Vitamin B12 vor allem im Körper für eine Aufgabe? Und zwar ist es unglaublich wichtig für die Nervenweiterleitung. Wiederum beim Gamer für die Reaktionsgeschwindigkeit. Also achtet auf jeden Fall darauf, dass euer Vitamin B12-Spiegel ausreichend ist. Auch hier, genau wie bei den anderen beiden, ein einfacher Selbsttest für zu Hause. Du stichst dir in den Finger, nimmst die Probe ab, schickst es zu uns ins Labor. Nach wenigen Tagen hast du deinen Ergebnisbericht schon und mit allen Handlungsempfehlungen drin, was du quasi machen kannst, um deinen Wert zu verbessern. Ansonsten war das mal ein ganz kurzes, besonderes Video. Schreibt mir gerne einmal hier unter, was ist euer Spiel, was ihr gerne zockt. Ich weiß noch, ich habe früher immer sehr gerne LOL gespielt. Ich komme dazu zwar leider nicht mehr so ganz, aber jetzt so ein bisschen eine Switch habe ich schon noch zu Hause und natürlich der alte Gameboy von ganz am Anfang. Schreibt das gerne einmal drunter. Habt ihr euch schon mal irgendwie auch solche Werte getestet? Wenn ihr mehr Infos wollt, ich schicke euch einmal oder schreibt euch einmal hier unten in der Beschreibung alle Links zu den jeweiligen Blogartikeln bei den drei passenden Problemen. Lest da gerne einmal ein bisschen was durch. Ich würde es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt auch ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Markus von CeraScreen. We'll be right back.